Ich glaube, dass die Situation so zu bewerten ist, dass das auch ein ganz normaler Vorgang ist und die absolute Mehrheit, glaube ich, auch deshalb ihre Solidarität bekundet hat, um die Pfiffe zu übertönen und um klar zu sagen, dass die Mehrzahl hinter Mario steht und hinter ihm als Spieler des BVB steht und dass er damit auch zur volle Unterstützung genießt und ihre volle Unterstützung genießt. Und ich glaube, dass sich das einfach über mehrere Spiele dann einpendeln. Das ist eine Situation, die jetzt nicht ganz aus heiterem Himmel kommt und ja auch mit der Vorgeschichte ja auch nicht komplett ausgeschlossen ist und deshalb heute bei seinem ersten Pflichtspiel hier dann nochmal so passiert ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Dauerthema ist.